Hallo, in der heutigen Folge von Watch Your Web TV sehen wir uns etwas an, was fast jeder von euch auf dem Rechner hat. Cookies. Cookies sind Dateien, die auf deinem Computer hinterlegt werden, wenn du im Web unterwegs bist. Die Informationen, die in den Cookies gespeichert werden, sagen zum Beispiel aus, welche Websites du besucht hast und mit welchen Accounts du dich eingeloggt hast. Dadurch musst du dank den Cookies nicht bei jedem Login erneut deinen Nutzernamen und dein Passwort angeben. Und woher stammt so ein Cookie? Die kleinen Datenschnipsel kommen von Websites, die du besuchst. Der Durchschnittsnutzer bekommt oft gar nicht mit, ob und welche Cookies sich im Heimcomputer einnisten. Und deshalb sind Cookies nicht nur praktisch für dich, sondern auch für mich. Hier, durch das Auslesen dieser Cookies kann ich so einiges über dich erfahren. Und zum Beispiel sehen, auf welchen Websites du dich überall herumtreibst. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass dein Browser nicht blindlings alle Cookies annimmt. Unter den Browser-Optionen stellst du entweder ein, dass du für jedes Cookie extra dein OK gibst oder dass überhaupt keine Cookies mehr vom Browser akzeptiert werden. Zu spät! Auch wenn du verhinderst, dass neue Cookies auf deinen Rechner kommen, die alten kann ich noch auslesen. Oh, verdammt! Lass mich in Ruhe! Nein! Dein Browser bietet dir die Möglichkeit, auf deinem Computer gespeicherte Cookies zu löschen. Wenn du also nicht immer ungewollt ein Bündel von Infos über dich herumschleppen willst, solltest du dafür sorgen, dass deine Festplatte cookiefrei bleibt. Das war's für dieses Mal. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Tschüss!